Unreal Engine. Triple Tap Games. Hallihallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und dem Spiel Whispers in Solitude. Das Flüstern in der Einsamkeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen hier den kleinen Mike, der in sein Zimmer geschickt und eingesperrt wurde. Und hier in seinem Zimmer hört er eine mysteriöse Stimme, die zu ihm spricht. Er findet das Ganze natürlich ziemlich gruselig und weiß nicht, ob die Stimme gute oder böse Absichten hat. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, vor was ihr euch so in eurer Kindheit gefürchtet habt. Habt ihr als Kind vielleicht was Gruseliges erlebt, an das ihr euch sogar noch heute erinnern könnt? Oder gibt es da sogar was, das euch bis heute noch begleitet? Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt aber erstmal viel Spaß bei Whispers in Solitude. Und die Musik ist so schön. Mud all over the floor. Ow, I'm sorry. Yeah, you better be sorry, all right. You'll be sorry after being here all day, rat. Wir haben also irgendwas getan und sollten jetzt zurück auf unser Zimmer. Das war wahrscheinlich unser Vater. Das ist also unser Kinderzimmer. Und wir haben geweint. Hey, over here. Hey, hier drüben. Ist jemand hier? It's me, Silly. Ich bin Silly. Komm und finde mich. Aber ich bin doch der Einzige hier. You have to look for me. Du musst mich suchen. It will be a fun little Es wird ein kleines, lustiges Spiel. Okay. Sieh dich um, ich könnte überall sein. Du machst mir Angst. Ich mag dieses Spiel nicht. Okay, wir nehmen mal das Erstere. Du machst mir Angst. Ich mag das Spiel nicht. Oh, don't be scared. Sei nicht ängstlich. It will be fun. Es wird Spaß machen, ich verspreche es. Bist du vielleicht unter meinem Bett? That would be too easy. Das wäre zu einfach. Such weiter. Wo könnte Silly sein? Oh, ein Bild, was wir gemalt haben wahrscheinlich. Das sind, ja, wahrscheinlich wir. Und das ist unser Vater. Aber hier verstehen wir uns ja eigentlich ganz gut. Wir haben gemalt und den Becher ausgekippt. Oh nein. Wenn das unser Vater sieht, oder vielleicht haben wir ja genau deswegen Ärger bekommen. Wer weiß, was haben wir hier? Tabakko. Bist du vielleicht hinter den Vorhängen? Nein, such weiter. Aber es wird wärmer. Aber wo könntest du sein? Oh, das sind unsere kleinen Schuhe. Unsere kleinen Schüchen. Hier eine alte Truhe. Die sieht ja toll aus. Aber wir können hier scheinbar nichts benutzen. Bist du vielleicht unter meinem Fernsehregal? You found me. Du hast mich gefunden. See? Siehst du, hat es nicht Spaß gemacht? Warum kommst du nicht raus, damit ich dich sehen kann? Und wer bist du? Wir nehmen nochmal das Erstere. Ich denke, ich werde hier bleiben. Die Dunkelheit gibt mir eine Art von Gemütlichkeit. Es ist, ja, spaßiger hier. Aber wer bist du? Ich bin dein Freund, jemanden, den du vertrauen kannst. Du kannst mich Lind nennen. Lind? Das ist ja ein komischer Name. Es ist kein komischer Name. Es ist ein großartiger Name. Und er steht mir.
becomes larger with neglect. It's everyone, always watching, and you can never truly get rid of it, just like me. Also, Lind gibt's nur dort, wo Schatten ist. Es ist also überall und beobachtet einen ständig. Man kann es nie wirklich loswerden. Na gut, aber was möchtest du jetzt machen? Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Es wird ein spaßiges Spiel. Ja, also sie möchte ein Spiel mit mir spielen, wovon wir beide etwas haben. Was für eine Art Spiel ist es? Du stellst einfach zu viele Fragen. Vertrau mir einfach. Möchtest du nun spielen? Ja, sicher. Aber wie wollen wir spielen? The goal of this game is to get your bedroom door open. It's locked from the other side. But I know how to get it open. All you have to do is give me your favorite toy. The soccer ball on the top shelf. Also, die Sheld möchte, dass wir die Tür irgendwie von außen öffnen. Sie möchte wissen, was hinter dieser Türe ist. Also, sie will uns helfen, hier aus unserem Kinderzimmer wieder zu entfliehen. Und wir sollen dafür den Ball irgendwie runterholen. Warum möchtest du meinen Fußball? I don't want the soccer ball. I just want to keep it safe for you. I've been watching you. I saw how sad you were when your dad put it out of reach. I don't want that to happen to you again. Also, sie hat uns beobachtet. Sie weiß, dass wir den Ball sehr mögen. Und unser Vater hat uns den Ball eines Tages mal weggenommen und da waren wir sehr traurig. Und das weiß die Lind. Du beobachtest mich. How can I not? Warum sollte ich nicht? You're sad. Du bist traurig, you're alleine und hast niemanden zum Spielen. Ich werde auf dich aufpassen. Ich kann dich von hier oben sehr gut sehen. Ich kann mich überall verstecken, wo Schatten ist. Ich kann hier sein, hier. Oder sogar hier. Ich beobachte dich immer. Und ich halte dich für immer sicher. Also, wenn du meinen Fußball nicht möchtest, was möchtest du dann? Ich möchte einfach nur sehen, was auf der anderen Seite der Tür ist. Mehr nicht. Sollen wir starten? Klar, warum nicht? Also stellt euch das mal vor, ihr seid Kind in eurem Zimmer und da kommt eine Stimme, die zu euch spricht. Es soll ja tatsächlich Fälle geben, wo es Kinder gibt, die ja imaginäre Freunde haben und auch wirklich mit denen sprechen. Die hören diese imaginären Freunde tatsächlich und sehen sie auch. Da gibt es ja auch ganz, ganz gruselige Videos auf YouTube von. So, na gut. Warum nicht? Good. Now, take this. Throw it at your shelf as hard as you can and don't be a baby about it. Also, wir sollen jetzt hier diesen Ball nehmen und ihn gegen unser Regal schmeißen, so fest wir können. Na, mal sehen, was passiert. Wir nehmen mal den Ball, mit der linken Maustaste aufnehmen und mit der linken Maustaste wieder fallen lassen. So stark wir können. Mal gucken. Das war nichts. So, wir nehmen den Ball nochmal. Na, wo ist er denn? Jetzt ist es aber wirklich dunkel. Ich sehe den Ball nicht mehr. Ach, hier ist der Ball. So, wie werfen wir ihn denn? Nach oben vielleicht? Nee, auch nicht. Ich habe den Ball verloren. So, hier ist er wieder. Vielleicht müssen wir hier rausspringen erst. Nee, wir kommen da nicht rauf. Wie werfen wir ihn denn? Also werfen können wir ihn auf jeden Fall, aber wie treffen wir denn? Ah!
Das Regal. So, nochmal. Vielleicht von unten nach oben. Jetzt! There you go. Oh, unser Vater hat uns gehört. Ich habe den Ball für dich runtergeholt. Was sollen wir jetzt tun? Ich kann die Schrift nicht lesen, die ist, ja, überlagert. Er klingt ziemlich böse, aber du bist es ja gewöhnt. Was sollen wir jetzt tun mit dem Ball? Sollen wir ihn verstecken? Man konnte die Schrift leider nicht lesen. Der Vater kommt noch, man hört seine Schritte. Scheint ein sehr langer Weg zu sein. Gott sei Dank. Wo soll der Ball hin? Nach oben? Nee, wo soll er denn hin? No, I didn't. In fact, I told you. And you agreed to play anyways. Now, once you pass me the ball, all you have to do is wait for your dad to come in. He will whip your butt. But I will finally get to see what's on the other side of that door. Close your eyes and suppress your feelings like you always do. Now, give me the ball, Michael, or you'll never see it again. Ja, ich will dir ja den Ball geben, aber wo bist du hier? Ah! What did you do, boy? Look at this mess. The shelf? I'm sorry. No, wait. Get over here. Don't you walk away from me. I told you I'd keep it safe. Now, just suppress those feelings, Michael. You're getting good at that anyways. Also der Vater kam rein, er hat gesagt, was hast du hier schon wieder gemacht? Was soll dieser ganze Lärm und warum hast du das Regal runterkrachen lassen? Und wir sollten den Ball der Lind geben, damit sie auf ihn aufpasst. So, wir haben den Ball ja runtergeholt und haben den Ball dann ja unter den Fernsehtisch platziert. Da, wo der Schatten ist, da, wo Lind ist. Tja, mal gucken, ob da noch mehr kommt. Also, ist eine recht neue Demo? Oder sogar das ganze Spiel? Ich weiß es gar nicht so genau. Da waren kaum Infos gewesen. Ich hatte das Spiel zufällig gesehen. Auch wieder auf dieser Indie-Plattform, wo Indie-Entwickler ihre Spiele präsentieren können. Also, ja, war eine sehr, sehr kurze Geschichte. Aber grafisch ganz hübsch gemacht, finde ich. Und die Idee dahinter stimmte ja an sich auch. Und wie gesagt, es gibt ja wirklich Kinder, die einen imaginären Freund haben. Ich hatte keinen, ich weiß nicht, ob ihr einen hattet, ihr könnt es mir ja gerne mal sagen. Ja, war ein kurzes kleines Abenteuer, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Musik ist auch schön, also sehr mystisch, so ein bisschen melancholisch. Also ich gehe mal davon aus, dass das Spiel uns einfach mitteilen wollte, dass es halt Kinder gibt, die vielleicht so ein bisschen Angst vor den Eltern haben. Keine Ahnung, will mich da jetzt nicht so weit hinauslehnen. Aber, und sich dann aus diesen Gründen vielleicht imaginäre Personen oder Freunde suchen. Denn Lind sagte ja, dass wir es ja gewöhnt sind, dass wir ständig Ärger bekommen. Naja. Ja, war kurz, aber hat mir sehr gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert einfach gerne meinen Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Marcel.